Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Es handelt sich hierbei um die Folge 201 bis 300 und das ist natürlich schon eine Menge Holz. Erstmal ja, vielen Dank an diejenigen, die uns auf den Folgen begleitet haben und das Ganze gesehen haben. Aber auch herzlichen Dank an diejenigen, die jetzt dazu neu gestoßen sind, die neuen Abonnenten. Und ich kann auf keinen Fall verlangen oder es ist natürlich nett, wenn ihr die Folgen guckt. Klar, das hattet ihr auch schon in einer anderen Zusammenfassung gehört. Aber naja gut, rechnen wir einfach ganz schnell die 100 Folgen mal, sagen wir einfach 30 Minuten. Dann wisst ihr, wie viele Stunden das sind. Und das guckt man nicht mal ebenso weg. Und um dann aufzuholen und am Ball zu bleiben, diese Zusammenfassung. Ja, es geht los bei Folge 201. Es ist quasi fast der Aufbruch. Und zwar starten wir hier mitten auf Maraskan in einem Lager des Saurologen Hilbert von Prosper-Reigen. Der untersucht hier ein paar exische Ruinen. Und ja, nachdem sie sich dann hier ein bisschen erholt haben, ein paar neue Führer angeworben haben, gehen sie weiter. Kasim, der Eismagier, beschwört unter sehr günstigen Bedingungen noch einen Djinn und bindet ihn sich in den Stab, was vielleicht eine ganz gute Idee war, wir werden es sehen. Der Weg durch die Berge, hier suchen sie sich im Vorfeld noch eine Maraske, einen Führer, der sie begleitet, jemand mit einer schweinegroßen Tarantel, die sie durch die Asphalotschen, pervertierten Gebiete führt. Denn ja, hier herrscht die Skretschu, eine der verborgenen Heptarchen, und diese zu umgehen ist dann dementsprechend schwer und gelingt nur mit einer solchen Maraske. Es gab ein paar Kämpfe gegen Chimären, aber nichts, was irgendwie fordernd war. Die Helden erreichen dann die andere Seite der Bergkuppe, ziemlich entkräftet, kaputt, zerstört und ja, lebend. Auf der anderen Seite treffen sie erneut auf maraskanische Rebellen, die können dann gemeinsam mit Brindijan, dem Führer aus Boran, ja, da kannst du so ein paar Gespräche geben, woraufhin die Rebellen sich dazu entschließen, mit den Helden zusammenzuarbeiten. Und ja, mit einer Karte und den neuesten Informationen dieser Rebellen, die um diese Mine herum sitzen, kann man sich dann dieser auch annähern. Ja, die Rebellen selber sagen, dass ein direkter Angriff unglaublich blutig endet und das keine gute Idee ist, woraufhin die Helden sich entschließen, einen Konvoi zu überfallen. Und ja, da laufen ein paar Gardisten aus Tutsak. Die Kamortgarde läuft dann mit neuen Vorräten in Richtung Mine, um die zu versorgen. Und diese Gardisten werden dann überfallen, getötet, die Rüstung wird angezogen und so als Kamortgarde getarnt, möchte man in diese Mine eindringen. Und ja, bekommt da jetzt dann Kontakt mit dem Endurium-Korps. Das ist ein Elite-Regiment von Helmer Hafax, was er ausgehoben hat. Und diese beschützen die Endurium-Mine. Hier haben sie das allererste Mal Kontakt mit Perdido Dorkstein. Ein unglaublich brutaler Mann, der schon in den Borbardianischen Kriegen gedient hat und jetzt bei Helmer Hafax mitmischt. Was in der Mine selber passiert, müsstet ihr euch dann ansehen. Hier nur die Schnellzusammenfassung. Sie können das Endurium klauen und verschwinden wieder zurück in den Wald. Und lassen das Endurium-Korb ja, ziemlich wütend zurück. Es kommt dabei auch noch zu einer Chorweihe mitten auf dem Feld. Und ja, wer sich das einmal ansehen möchte, wie eine Weihe vielleicht funktionieren könnte, wenn man gegen Paktierer und Echsen kämpft gleichzeitig und seine Freunde beschützen will, der möge sich dann doch diese Folge ansehen. Ja, die Helden, das habe ich dann wieder abgekürzt, weil es im Verlauf der Folgen schon eine ganze Menge Wildnis gab, habe ich das abgekürzt. Das heißt, von der Mine Amran Anji, von hier, den Weg hier rüber, habe ich ja, zusammengefasst. 2 Wochen später erreichen sie Helmenport. Das ist an dieser Stelle. Und hier müssen sie eine, ja, eine Passage buchen nach Kunchum ohne Geld in feindlichem Territorium, was sie vor eine neue Aufgabe stellt, die sie aber erfüllen können. Und ja, hoch verschuldet reisen sie dann mit einem Piraten in Richtung Kunchum, beziehungsweise mit einem Schmuggler
In Kuntium selber haben sie dann das Erz abgegeben bei Dexter Nemrod, dem KGA-Chef, möchte ich so nennen. Denn ja, das Endurium-Erz, was sie geklaut haben, ist für das Reich bestimmt. Und ja, dementsprechend dankbar ist er dann auch und gibt ihnen dann die Wahl, ob sie ja weiter herumhelden möchten oder ob sie sich zurückziehen möchten mit einem kleinen Haus und einer Leibrente, die da sorgt, dass man über die Runden kommt. Die Helden haben sich dann aber auch wirklich dazu entschlossen, weiterhin Helden zu bleiben. Und ja, dadurch bekommen sie auch Unterstützung. Ne? Wer auf das Haus verzichtet und auf diese Leibrente, der darf natürlich nicht mit leeren Taschen nach Hause gehen. Sie bekommen ein eigenes Kontor, was sie ausschmücken dürfen mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung gestellt wird. Unter anderem wurde auf Maraskan auch ein kleines Techtelmechtel arrangiert, so dass es hier zu einer Hochzeit gekommen ist, die meine Spieler organisiert haben. Das war ein Raya-Bund, der zwischen zwei Spielern geschlossen wurde, beziehungsweise Spieler und Spielerin. Und dann bekommen sie einen weiteren neuen Auftrag, denn die KGA, ja, sie haben eben gesagt, sie möchten weiter herumhelden. Und das soll ihnen doch gelingen, denn ein Schwert ist verschwunden. Das ist wohl aus dem Mittelreich gestohlen worden, sodass sie wohl die einzigen sind, die jetzt schnell genug dort anlanden können. Die Seeadler selber ist auch gerade in Kuntium angekommen und es gibt wenig Wiedersehen, denn die Offiziere sind teilweise auch weg. Und naja, dadurch, dass die Seeadler eben schwere Beschädigung hatte und kampfunfähig ist, repariert werden muss, sind sie die einzigen. Ohne Bewaffnung mit einem Schmugglerschiff durch die blutige See fahren ist keine gute Idee. Blieb ihnen allerdings nichts anderes übrig und wer soll schaffen, wenn nicht Helden? Es gab unter anderem eine Begegnung mit einem Dämon, fünf Gehirnt, wo ich noch sehr großzügig war und sehr gnädig, denn sie haben quasi keine Waffen gehabt, die irgendwas gegen sie ausrichten können. Also, sie sind unglaublich anfällig für dämonische Angriffe, möchte ich es mal nennen. Da müssen sie sich vielleicht nochmal was überlegen. Ja, aber sie haben es geschafft. Sie sind dann ja mit verschiedenen Begegnungen auf der Hohen See dann auch an dem Oronischen Reich vorbeigekommen, bei Elburum, sind dann über den Golf von Perikum übergesetzt, sind einem großen Strudel ausgewichen, den es vor Rulat gibt. Und ja, haben dort dann auch ein Schiff getroffen, wo sie wenig Nachforschung anstellen konnten, haben hier und da viel über die blutige See gelernt, aber das meiste gab es dann in Valusa zu lernen. Denn nach ungefähr, ja, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert hat, ich glaube 20 Tage, vielleicht ein bisschen weniger. Zumindest sind sie dann nach über 2 Wochen in Valusa angekommen. Und die Stadt selber liegt im tiefen Winter. Ziemlich viel zugefroren und das Brennholz ist knapp. Valusa abgeschnitten, nur wenig Brennholz, wenig Wasser. Und hier an dieser Stelle, das ist das eigentliche Ziel der Helden ja gewesen, sollte dieses Schwert übergeben werden, das aus dem Mittelreich gestohlen worden ist. Sollte von Valusa in Richtung Mendena verschifft werden. Hier ist Xeran als ziemlich gierige Menschen natürlich bewusst, dass die anderen Heptarchen auch nach so einem mächtigen Artefakt gieren. Also muss er Yol'Gurmak und Wahrung überbrücken und schlug deswegen diesen Weg ein. In Valusa selber gab es dann eine Übergabe oder sollte eine Übergabe stattfinden. Die haben die Helden allerdings verhindert, sodass sie das Schwert selber an sich bringen konnten. Die Übergabe selber war natürlich mit Kämpfen verbunden. Wer der Dieb ist oder war, sollte an dieser Stelle nicht verraten sein. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch oben rechts das I an. Da geht es dann nämlich um den Legionär von Jakmonit, der vielleicht noch das eine oder andere Mal auftauchen könnte. Beziehungsweise seine Brüder. Dann brach die Hölle los, nachdem das Schwert geborgen worden ist, denn Xeran hat seine Spione überall in Form von unsichtbaren Gotongis. Und ja, ziemlich schnell liefern. Und ja, er hat eine Dämonenarche als Verstärkung geschickt, die vor den Toren lauerte. Es gab eine sehr, sehr kurze Belagerungszeit von 5 Minuten. Die Tore wurden durchgebrochen von der Stadt. Und die Helden konnten den Tod von vielen Valusianern dann verhindern, natürlich auch von sich selber, indem sie ein Effathorn geblasen haben, ein magisches, kamales Artefakt.
von Efforts, was er mal rausgerückt hat. Und dadurch werden Paktierer ja, und Krabbengezücht von Charybdoroth gelähmt, beziehungsweise sie ersticken, verfallen in eine Paralyse. Und das galt auch für dieses dämonische Schiff. Ja, die Helden haben nicht lange gezögert, haben dieses Schiff gestürmt und an dieser Stelle setzt auch die Folge 300 ein, wenn es das heißt, diese Dämonenarche muss erobert werden. Bisher hat das noch keiner vor ihnen getan und sie sind die allerersten, die so etwas Blödes tun. Ja, schaut dann einfach bei Folge 300 wieder rein, beziehungsweise 301 oder startet mit 37 oder 36, dann solltet ihr so quasi im Bilde sein, was bis dahin passiert ist. Ja, das war die Zusammenfassung von 201 zu 300. Schaut gerne auch die Folgen an, die alten, die werden ja nicht schlecht. Würde ich mich darüber freuen. Ich bedanke mich noch einmal für diejenigen, die uns bisher begleitet haben. Freue mich, wie gesagt, auch über jeden neuen, der dazukommt. Und wenn es Fragen gibt, dann schreibt mir das einfach unten rein. Ich antworte da bestimmt. Bis dann.